Schlaf. Wow, ich bin ja in einem Traum. Cool, ich träume. Ich träume. Ah, ich bin ja in einem Traum. Klasse. Oh, den schaue ich mir da jetzt mal genauer an, den Traum. Ach, wen haben wir denn da? Träumst du auch gerade? Oder ist das jetzt irgendeine Kopie, die ich hier sehe? Ich glaube, wir träumen, oder? Kann das sein? Ja? Ich glaube schon. Ich bin jedenfalls in einem Traum, du auch? Ja. Und wer ist die schicke Lady? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Also wirkt schon alles ein bisschen merkwürdig. Ja, das wirkt hier ein bisschen so nach Traumland? Traumland. Mit Palmen und. Ja, wie hast du es denn geschafft, in den Traum zu kommen? Ich glaube, ich war einfach da. Ja, ja, ich habe gerade vorhin auf die Hände geschaut und dachte mir, oh, guck mal, die sehen ja ganz anders aus. Meine sahen aus wie meine. Ja? Ja, normalerweise hat man ja nur 8 Finger oder 9 Finger oder 12. Ja? Ja. Darum war ich anfangs ein bisschen unsicher. Ja, dann haben wir es ja geschafft, zusammen zu träumen. Ja. Ja, wollen wir den Traum mal ein bisschen erkunden zusammen? Ich würde auch sagen, gehen wir mal los. Ja, okay. Jonathan, du bist so intolerant. Wieso das? Du bist für Chemtrail intolerant. Ja, und du bist Glyphosat intolerant. Und du bist GMO intolerant. Und du bist Aspartam intolerant. Und du bist Soja intolerant. Ja, und du bist Barium intolerant. Und du bist Histamin intolerant. Und du bist Sojalecithin intolerant. Ach, ja, in den Beta-Quadranten. Ja, immer wieder muss ich in den Beta-Quadranten. Was soll das eigentlich? Naja, ich versuche da mal loszufliegen und mal sehen, ne? Ja. Gib mal Gas hier. Ach, verdammt, hier passiert nichts. Ja, hallo Zinelle, kannst du mal eben kommen? Ja, Captain? Ja, Captain, Sie haben gerufen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich muss in den Beta-Quadranten. Möchtest du mir nicht dabei helfen? Ja, Captain? Weil, ja... Ist langsam mal wieder Zeit, dort aufzutauchen. Aus dem Grund kannst du mir dabei helfen, dass wir da mal hier ein bisschen Saft kriegen mit unserem Raumschiff und damit es mal langsam losgehen kann. Ja, Captain, ich werde es veranlassen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Vielleicht einen Kaffee? Ja, das wäre ganz hervorragend. Vielen Dank, Halluzinelle. Du, Jonathan, wieso sitzen eigentlich die ganzen Vögel auf der Stromleitung? Das sind WLAN-Vögel. Hä, was sind denn WLAN-Vögel? Die sitzen auf der Stromleitung, damit sie sich aufladen können. Das sind WLAN-Vögel. Ach Quatsch, jetzt lüg doch nicht. Doch, das stimmt. Du hast doch bestimmt schon mal einen toten Vogel gesehen, oder? Ja, habe ich. Siehst du, und der hatte sich nicht rechtzeitig aufgeladen. Ja, Shiva, der Unterricht geht gleich los. Doppelstunde Deutsch, weißt du ja, oder? Die Matrix ist ein Gefängnis. Shiva, die Matrix ist kein Gefängnis, sie ist eine Schule. Wirklich? Dann darf ich jetzt nach Hause gehen? Puh, ja. Okay. Ja. Die Matrix ist ein Gefängnis. So, jetzt gebe ich mal die Koordinaten der UFO-Landung in Socorro ein. Mal sehen. Ja, meinst du wirklich, wir sollten wirklich dieses Kryo-Programm, dieses Erdmatrix-Programm machen? Ich bin echt unsicher. Es birgt so viele Gefahren. Ja, also ich würde sagen, wir sollten das schon machen. Also auch die Andromedianer schwören auf dieses Programm und die sind ja spirituell schon sehr weit entwickelt. Okay, du hast recht. Also wir haben eine Mission, wir haben ein Ziel. Wir müssen auf die Erde. Wir müssen den Menschen dort helfen. Okay, du hast recht, wir schaffen das. Also ab in die Kryos. Okay, super. Dann würde ich sagen, gehen wir das an. Oh. Es wird bestimmt eine lange Zeit und sehr brisant. Brücke, macht die Kryos klar. Man wird überhaupt nicht müde, man kann rennen, rennen, rennen. Du wiederholst dich. Achso. Man kann rennen, 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 man wird überhaupt nicht müde. Genau. Das ist keine Schleichwerbung. Ich glaube nicht, dass die Arnoldi-Quelle existiert. Ich glaube, es ist die Aldi-Quelle. Das ist die Aldi-Quelle. Aus dem Wasserhahn von Aldi. Wir tauschen das wohl mal gegen Gebirgswasser aus. Dies ist keine Sendewerbepause. Nein, keine Werbung. Also es gibt ja Gerüchte, die besagen... Gerüchte, man weiß es, man munkelt. Dass man vor jeder Wanderung Mikro-LSD-Dosierung anwenden soll. So 15 bis 25 Mikrogramm, eine Stunde bevor die Wanderung losgeht. Also wir empfehlen das nicht. Nein, nein, nicht wir nicht. Nein, nein. Es gibt eine Menge Nachteile. Ein Nachteil ist, man ist dauernd fit, man rennt den Weg förmlich, man merkt gar nichts. Gar nichts? Nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen, wirklich nicht. Man schnauft auch nicht. Das Bewusstsein ist überhaupt nicht erweitert. Nein, man nimmt auch nicht mehr wahr oder so. Nein, nein. Gar nicht. Mhm. Nein. Und vor allem... hat man auch das Gefühl, der Körper atmet schon schwerer. Man schwitzt auch ganz normal, wenn man vielleicht ein bisschen rennt. Aber ja, man merkt es halt nicht. Also man ist leistungsfähiger, auch wenn der Körper nicht unbedingt viel leistungsfähiger ist, aber man merkt es nicht. Man ist nicht so identifiziert. Ja, man ist gar nicht so identifiziert. Man ist auch nicht so schwer. Die Beine sind ganz leicht. Also man fühlt die Beine kaum. Man kann wirklich Treppen rennen, wenn man möchte. Man fliegt förmlich. Ja, man schwebt dann halt über die Steige. Und ja. Und witzig ist es auch. Probiert es auf keinen Fall aus. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Papa Schlumpf, Gargamel, komm, verpiss dich! Aber es geht auch ruhig und besinnlich. Ja. Gut, gut. Papa Schlumpf? Ja? Sind wir schon da? Es dauert noch ein bisschen. Papa Schlumpf? Ja. Fickst du auch die Schlumpfine? Alle ficken Schlumpfine. Was? Toilette mit 24/7-Stühlern. Mit Mikro-LSD-Dosierung wäre Ihnen das nicht passiert. Das Licht am Ende des Tunnels. Nein, geh nicht ins Licht! Geh nicht ins Licht! Nein! 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 Komm ins Licht, mein Junge, mein Gute, komm ins Licht! Hallo, herzlich willkommen bei den Matrixern in unserer kleinen Comicwelt. Oh ja, wir sind leider in eine andere Welt. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Alles klar? Alles klar, Alter. Ich träume. Oh, was ist denn das? Dass die Menschheit wüsste. Das muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen. In meinen Alltag, unbedingt. Oh, ich hab's geschafft, juhu! Das ist kein Löffel. Das ist keine Schere. Das ist doch keine Tasse. Das ist kein Salz. Und das ist kein Apfel. Und das ist keine Katze. Das ist nicht Jonathan. Das ist nicht Shiva. Komm mit mir in die magische Welt der astralen Dimension. Bei denen du mit deinem Astralkörper ferne Welten erforschen kannst. Ja, dann gehen wir mal, oder? Ich würde auch sagen, hauen wir ab. Hauen wir ab. Tschüss und bye bye.